Herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag zu Plenum TV, hier bei MeinTV. Wir beginnen mit einer tänzerischen Geburtstagsüberraschung für Wirtschaftsministerin Ilse Aigner. Doch das wohl größte Geschenk machte ihr der an Grippe erkrankte Horst Seehofer. Sie durfte nämlich für ihn die Regierungserklärung zum neuen Doppelhaushalt übernehmen. Der größte Haushalt aller Zeiten und dennoch gibt es Kritik, und zwar vom Rechnungshof. Der bemängelt seit Jahren die Personalnot der Finanzämter. Über 700 Stellen würden fehlen und manche Unternehmen würden zu selten geprüft. Da gingen Steuereinnahmen verloren. Aber nicht alle sehen das so. Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich eingestellt. Wir haben eine neue Steuertaskforce gegründet. Wir haben in den IT-Bereich Personal eingestellt. Und wir haben über 2000 Anwärter in den letzten 5 Jahren eingestellt. Wie man da von Ausdünnung sprechen kann, das kann ich als Vorsitzender des Ausschusses nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, und das zeigen im Übrigen die Fakten, dass wir mit unserem guten, gut ausgebildeten und motivierten Personal die höchsten Steuereinnahmen in der ganzen Republik haben. Wir liegen da vorne. Also es ist deutlich geworden, mit einem neuen Heimatministerium in Nürnberg kamen Stellen dazu für den Oberbau. Gleichzeitig haben wir eben 870 Stellen, die fehlen im Mittelbau, in der Finanzverwaltung, also da, wo die Steuermittel eigentlich eingeholt werden. Unser zweites Thema empörte die ganze Republik. Die Sprachregelung der CSU. Da hieß es, Ausländer sollen zu Hause Deutsch reden. Das stieß auch in den eigenen Reihen auf Widerstand. Und für die Opposition ist das ein absolutes No-Go. Diese Forderung ist nicht ernst zu nehmen und die CSU hat sie ja glücklicherweise auch wieder eingedampft. Aber was dahinter steht, ist, glaube ich, schon ein Weltbild, das auch stark von unserem abweicht. Wir sehen die Migrantinnen und Migranten eben auch als Mitglieder unserer Gesellschaft und nicht als Feinde oder Gegner, die man drangsalieren muss. Ich denke, ohne die deutsche Sprache werden viele Anstrengungen vergebens sein. Das mediale Interesse, das dieser Leitantrag mit sich gebracht hat, schärft vielleicht das Bewusstsein in allen Bereichen, wie wichtig die deutsche Sprache ist. Aber die deutsche Sprache ist vielfältig. Zu Hause rede ich zum Beispiel mein schönes Fränkisch und da versteht einem trotz alledem jeder. Und das war wieder Plenum TV mit aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag hier bei MeinTV. Liebe Zuschauer, morgen sehen wir uns dann wieder zur letzten Plenarsitzung des Jahres 2014. Bis dahin, Servus.